Um mit dem Feldsanitäter von Level 16 auf Level 17 zu kommen, müssen wir 4 Gegner mit einem beliebigen Fahrzeug überfahren, 2x 5 Gegner mit einem Raketenwerfer töten, ohne entdeckt zu werden, und einmal einen Gegner mit einem Fahrzeug überfahren und dann schnell 2 andere mit einem Raketenwerfer töten. Wer zum Teufel dachte sich, geil, das ist doch eine gute Idee, das machen wir für einen Feldsanitäter. Wahrscheinlich muss ich dann nachher beim Ingenieur, wenn es soweit ist, dann Leute wiederbeleben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das beabsichtigt ist. Wer kam auf die Idee, das bei den Feldsanitäter zu machen? Das ist so dumm. So dumm. Und vor allem 5 Gegner mit Raketenwerfer, ohne entdeckt zu werden? Was? Und das auch noch 2-mal? Ich bin nicht da, 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 ich bin nicht da. So. Raketenwerfer. Feuer. Vorbeigeschossen, geil. Richtig geil. Wie ist das denn passiert? Toll, prima. Prima, und ich bin extra zum Biwak gegangen, hierher, weil ich weiß, dass da immer eine schöne Patrouille ist und da hinten auch. Und ich da einmal 5 Gegner easy bekommen kann. Und was ist jetzt? Bin ich im Kampf? Ja, natürlich bin ich im Kampf. Guckt mal kurz weg. Hat niemand gesehen, ne? Oh, jetzt geht das auch noch nicht. Das kann ich nicht halten zum Überspringen. Gibt's doch nicht. Lass mich sterben. Ach ja, wer denkt sich so eine Kacke aus? Das ist ein Witz. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das beabsichtigt ist. Ich glaube, die Herausforderungen ab Stufe 10 im Feldsanitäter, ich glaube, die hätten eigentlich sollen dem Ingenieur zugeteilt werden. Was, anders kann ich es mir nicht vorstellen. Andererseits wäre es beim Ingenieur eigentlich eher der Dingens, wie heißt's? Der Eigentlich wäre es beim Ingenieur eigentlich eher sinniger der Granatwerfer. So, also es waren jetzt 2 in dem Auto. Ich weiß nicht, ob das gezählt hat. So, schauen wir mal, haben wir hier drüben meine berühmte Patrouille, die immer da ist? Ich hoffe es. Ich hoffe es sehr. Ich schau mal eben nach. Jetzt haben wir hier eine Zweiergruppe. Und meine Patrouille, auf die ich gehofft habe, ist nicht da. Wir haben hier allerdings ein kleines Zweierteam. Dann hätten wir, insofern die in dem Auto gezählt haben, hätten wir dann 4 zumindest schon mal. Da würde nur noch einer fehlen. Vorausgesetzt, ich krieg die in dem, die im Zweierteam da und schieß nicht daneben, wie eben. So, ich ziehe hier auf das Motorrad. Feuer. Gut, waren 2. Fehlt noch einer. So. Haben wir hier nicht noch irgendwo eine kleine einen kleinen Versprung, wobei ich kann auch ein Fahrzeug nehmen, wenn ich es treffe. Das ist relativ schwer ohne Fadenkreuz. So, hier hin. Warten.
Hoffe, dass es nicht so sehr schwankt. Shit! Daneben geschossen. Weg, 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 weg. Nicht entdeckt werden, bitte. Na toll, dann sind die ausgestiegen. Ja genau, ich würde auch meine montierte Minigun verlassen, um dann zu Fuß, also meine montierte Minigun und mein gepanzertes Fahrzeug verlassen, um dann zu Fuß zu jagen. Gut, beim Raketenangriff vielleicht sinnvoll, weiß ich nicht. Soweit bin ich nicht ausgebildet. Aber... Oh. In den Busch, in den Busch. Hui. So. Es ist noch nicht vorbei. Mit den Büschen ist halt so eine Sache, ne? So, jetzt aber. Okay, gut. Da haben wir sie einmal. Immerhin. Was jetzt noch ganz schön wäre, wären neue Raketen. Denn... Die Granaten, die alten Granaten, die man benötigt, um die Raketen auf, also selbst nochmal zu craften, die sind nicht so häufig, wie ich das gern hätte. Wo könnten wir denn noch? Wenn ich jetzt einfach hier nochmal Schnellreise hinmache, da wo ich gerade schon war eigentlich, reicht das, damit die Patrouillen respawnen? Oder eher nicht? Ah, doch. Aber hier eine Dreier und... Da ist gerade ein... Ja, die anderen... Die sind aber immer noch da. Das ist cool. Einerseits, aber andererseits irgendwie auch komisch. Weil die da... Die Patrouille da vorne ist gespawnt. Aber die hier sind nicht despawned. Also wird bei einer Schnellreise... Und das Auto ist auch noch da. Also es ist dann wirklich quasi wie eine Reise, ne? Es wird nicht unbedingt die Welt neu geladen. So, wo sind die denn hier? Da. Ich darf halt nicht daneben schießen. Deswegen habe ich eigentlich extra ein bisschen tief gezielt. Weil ich wollte, dass die... Dass die Rakete, dass die halt am Boden zerplatzt. Aber das hat nicht so geklappt. So. Jetzt nochmal. Ich sehe nichts. Aber ich habe getroffen. Gut. Zwei. Was ist das denn? Ah. Seht ihr die Leichen da hinten? Spawnt das jetzt, wenn ich. Ja, ja, spawnt. Ah. Spawns auch, wenn ich hier... Ja, schade, ja. Da sitzen sie. So, also eigentlich muss ich nur noch warten, bis ein Fahrzeug vorbeikommt, wo mindestens zwei Leute drin sitzen. Ach, diese Herausforderung ist echt ultra dumm. Vor allem, ich kann mir eigentlich jetzt hier schon, während ich warte... Ihr wisst, normalerweise mache ich das nur am... Ich kann nicht. Ich hab eine Idee. Bin gleich wieder da. So, bin wieder da und ja, also die... Ich habe jetzt den Job im Biwak nochmal aktiviert, sodass ich zumindest im Biwak dann, jetzt in jedem Biwak kann, neue Raketenwerfermunition kaufen. Ah, guck mal da, so. Hier hin. Bam, nice. So. Haben wir das schon mal abgeschlossen? Bin ich im Kampf? Ja, bin ich. Dann laufe ich eben zurück. Und kaufe mir neue Raketenwerfer-Munition. Das ist echt... Also... Echt blöd, dass auch diese alten Granaten, ne? Die findet man normalerweise ja, also hauptsächlich so in alten Bunkeranlagen und sowas.
Aber man findet halt generell so wenig davon. Und unterstreicht vielleicht das ursprüngliche Lone Wolf. Wir sind hier gestrandet und müssen um jedes Stückchen Ausrüstung kämpfen. Setting des Spiels. Aber ist halt schon nervig. So, setzen wir uns hier hin. Und dann kaufen wir uns was. So, laden. Einmal kaufen. So, wir müssen vier Gegner überfahren. Ne? So. Ja, komm, sofort aufbrechen. Vier Gegner überfahren. Und dann einen Gegner überfahren und schnell zwei mit dem Raketenwerfer töten. Ich weiß nicht, wie die sich das vorstellen im Immersive Mode. Mit, oder generell auf. Was macht denn der da hinten so alleine? Ach so, sterben. Ja, ich verstehe schon. Ich weiß nicht, wie die sich das vorstellen. Im Immersive Mode, beziehungsweise auf extremer Schwierigkeit. Ohne KI-Kameraden. Beziehungsweise KI-Kameraden wären da sogar hinderlich. So, hallo. Du. Die Autolieferung kommt. Das ist sehr schön. Möchten Sie aussteigen oder möchten Sie mich überfahren? Sie möchten an mir vorbeifahren. Ja, das ist aber jetzt nicht die feine englische Art. So, schön am Beifahrersitz einsteigen. Damit wir nicht die blöde Pistole ausgerüstet haben. Und dann fahren wir einfach mal durch die Walachei und schauen mal. Wir müssen ja nicht entdeckt werden, während wir die Leute überfahren. Das wäre ja noch toller. Guten Tag. So, haben wir hier irgendwo eine Patrouille. Man sieht halt so furchtbar viel. Da ist eine... Nee, das sind... Straßen, Poller, Begrenzungen, was auch immer. 50 Meter Markierung. Ist keine Patrouille da, oder wie? Hallo! Ja, ja. Als ob ihr auf die Entfernung hören könnt, dass da ein Gegner am Steuer ist. Guten Tag. Ist das keine Patrouille mehr, oder was? Das ist doch Fake. Fake News. Oh, na toll. Und einer mit der Minigun. Prima. Hatten sie aber nicht erkannt. Sehr gut. Oh gut, da ist noch eine Drohne dabei. Na gut, das ist nur eine Überwachungsdrohne, aber ist wahrscheinlich eh nur ein Gegner. Oh, hier. Guten Tag. Das war... Ich habe nur einen erwischt. Oh Gott. Ja, das glaube ich auch leider. Eins. Zwei. So, hallo. So, gut. Das war das. Jetzt muss ich mich aber erstmal verarzten. Bin ich gar nicht verarztbar? Okay, dann halt eine Spritze in den Arm. So, das hier nochmal Raketenwerfer ausrüsten. Und jetzt brauchen wir irgendwie mindestens eine Truppe von drei Gegnern. Oder am besten vielleicht zwei verschiedene Truppen. So wie hier gerade. Das war eigentlich perfekt. Hab leider nicht schnell genug geschaltet. Das wäre eigentlich perfekt gewesen. Über die eine Gruppe drüber fahren. Und dann auf die andere Gruppe einen Raketenwerfer schießen. Kann ich aus dem Auto raus?
Er kann dann leider nicht mit dem Raketenwerfer schießen. Na gut. Schade. Es wäre schön gewesen. Aber wie so oft ist da außer Spesen nichts gewesen. Tja, dann geben wir noch mal ein bisschen Gas hier. Mein Fahrlehrer immer gesagt hat. Und hier geben wir wieder Gas. Weil ich irgendwie nie gepeilt habe, wenn ich auf einer 50er Straße bin, wenn wir im 30er Gebiet waren. So. Oh Gott. Uff, ja, na toll. Ich habe sie nicht getroffen. Nochmal. Das gibt's doch nicht. Das zählt garantiert nicht mehr als schnell. Und er hat sogar überlebt. Viel zu viel Munition verballert. Töte mich. Denn dann ist die Munition wieder da. Das ist hier für solche sinnlosen Herausforderungen ein probates Mittel. Habe ich beschlossen. Ja, schon vor längerem. So, jetzt haben wir nämlich wieder 6 Schuss im Raketenwerfer, haben natürlich kein Auto mehr, aber... So, hier haben wir ein Dreiergrüppchen, das ist gut. Und ich muss auf jeden Fall anhalten. Und zwar so, dass ich aussteigen kann, ohne dass die Gegner mich sehen. Also nicht, dass sie, ohne dass sie mich treffen können, sagen wir so. Ich brauche aber erstmal ein Auto. Ey Mann, wo ist mein Auto? Boat restricted. Security forces only. Uh-oh. Ach so, wollte gerade sagen, ich höre Wolves, aber das ist ein Wolflager. Starr, schade mit dem Raketenwerfer. Hatte schon gehofft, es steht da irgendwie mit Explosionen oder mit generell mit Raketen. Dann hätte ich mir irgendwoher einen, vielleicht aus dem Wolflager, einen Raketenheli geliehen und hätte mal hätte damit einen überfahren und dann mit einer Raketensalve die restlichen abgeschossen. Was sind wir denn hier? Was ist das? Oh, ein aufgegebener Standort, wo es noch eine Waffe zu looten gibt. Beziehungsweise Waffenteile. Aber an vielen aufgegebenen Standorten gibt es auch Fahrzeuge. Vielleicht ja auch hier. Stockdunkel hier drin mal wieder. Hier sieht's nicht sehr Fahrzeug. Toll. Genau verpasst. Wäre ich bloß auf der Straße geblieben. Aber ich wollte natürlich die Kiste haben und dann die ist jetzt natürlich nicht hier. Weil sie wahrscheinlich da hinten in dem Gebäude ist. Ja, natürlich ist sie da in dem Gebäude. Ach komm. Ich pfeif drauf. Wahrscheinlich ist die Patrouille jetzt mittlerweile auch wieder despawned. Aber das ist echt, wer denkt sich sowas aus? Das ist so dumm. Wie läuft der denn rum? Halte ich mal richtig an deiner Waffe fest. Der macht er, als hätte er eine Schlinge, aber wenn man die Waffe wegsteckt, pappt er sie hinten am Rücken. Oh, hallo. Ja, genau, kommt ihr mal zurück. Sag mal. Ich glaube, ich hab für ein Auto noch nie so viel Munition verballert. Ah, toll. Drohne hat mich entdeckt. Das ist ja sehr toll. Nein.
Nein. Nein, habe ich gesagt. Nein. Aus. Pfui. Patrouille? War die nicht hier? Wie weit bin ich gelaufen? Oder ist sie wirklich despawned? Also ich glaube, so weit bin ich definitiv nicht gelaufen. Die ist despawned. Toll! Toll! Haben wir hier vielleicht... Hier auf dieser Ebene gibt es auch ziemlich oft... Hui. Gibt es auch ziemlich oft mehrere, ja, Zufallsbegegnungen. So, hier hätten wir eine. Ich bräuchte noch eine. Ist nicht drin. Ist schade. Das heißt, ich müsste, also ich kann nur von hier unten rein. Wo stehe ich? Da hinten. Also ich kann nur von hier unten rein und den hier überfahren. Da muss ich gucken, dass ich treffe. Es ist ohne Fadenkreuz ist das halt echt heftig. Was ist das Letzte? Dann werden wir 17. So, wo steht das Ding noch? Da oben irgendwo, ne? Baller. So. Hier hin. Ich hoffe, ich erwische den auch und er weicht nicht aus. So. Scheiße, feindliche Einheiten! Nee! Digga! Okay. Mann verloren! Die haben einen von uns erwischt! Ja, nochmal, Rakete! Ich hab nicht getroffen! Das gibt's nicht! Ich mach gleich das Fadenkreuz an, ne? Uns hat nicht gezählt, weil es zu lange gedauert hat. Und wir sprengen uns selbst. Also das ist echt so eine dumme Herausforderung. Wann braucht man das? Ich meine, so die ersten 10 Herausforderungen, so von Stufe, also Stufe 1, also beziehungsweise Stufe 2 bis 10, das war ja noch so ungefähr, dass man irgendwie, ja, kann fast sagen, lernt. Mit der Klasse umzugehen. Aber das danach ist einfach nur noch purer Bullshit. Das ist purer Bullshit. Jetzt gucke ich nur mal aus Interesse, wie heißt denn im PvP? Okay, heftiger Grind im PvP. 38 Gegner mit MP oder Schrotflinte, 26 Gegner, während man nicht markiert ist und 18 Teammitglieder im Erste-Hilfe-Set heilen. Also das ist heftiger Grind. Also da bin ich ganz froh, dass das andere jetzt hier nicht so ist. Aber ich mache jetzt tatsächlich das Fadenkreuz an. Denn ich will nicht morgen noch hier sitzen. Wobei für mich morgen schon in 13 Minuten ist. Dann ist es 23.47 Uhr gerade geworden. So, Fadenkreuz machen wir immer. So, dann habe ich jetzt hier ein Fadenkreuz. Sehr gut. So, brauchen wir zu aller... Voll nervig, das Fadenkreuz. Gott, ist das nervig. Wie kann man so spielen? So, wir haben da unten ein Fahrzeug. Das ist doch schon mal schön. Es fällt mir erst auf, wie sehr ich immer auf den Boden ziele. Wenn ich gerade ausziehen würde, wäre die Ansicht so. Könnte ich gar nicht mitspielen. Weiß nicht warum. Weil ich so mehr sehe? Keine Ahnung, eigentlich sehe ich ja weniger. So. Immer den Blick auf den Boden, wie im echten Leben. Könnt ihr auf eine Mine treten. Guten Tag, ja, Sie müssen keine Sorge mehr haben. Ich stehle das Fahrzeug, das glaube ich Ihnen gehört. Aber dafür... Dürfen Sie weiterleben? Ich denke, das ist ein ganz angemessener Tausch. Da hinten ist eine Patrouille.
So. Hallo Patrouille. Na toll, und ich werde von hinten beschossen. Na toll. Es könnte gut sein. Nee, jetzt bin ich verletzt. Oh, das ist doch nicht wahr. Das ist doch nicht wahr. Ich wollte gerade sagen, ein Auto könnte eigentlich ganz gut sein, weil da direkt zwei Stück drin sitzen und ein Auto trifft man eher als normale Gegner. Aber das ist doch nicht wahr, Mann. Es ist halt einfach so hart nervig, diese Herausforderung. Diese eine. Das ist auch, wenn man so liest, die kleinste, ne? Ja, einen Gegner überfahren und zwei im Raketenwerfer töten. Ja, easy. Ja, easy, wenn es nicht so schnell sein müsste. Vor allem, es wird halt einfach nirgends gesagt, was ist denn jetzt schnell? 3 Sekunden, 5 Sekunden, 10 Sekunden. Was ist denn schnell? Ich habe keine Ahnung. Oh, hallo Fahrzeug. Oh, hallo Patrouille. Es sind sogar 3. Gut. Ja, komm du mal her. Guten Tag. So, hier. So. Einsteigen lassen, bitte. Dankeschön. Versuchen wir das Ganze eben noch einmal zum 4., 5. Mal. So, hallo, Drohnenpilot weg. Okay, ich habe schlecht geparkt. Schmeckt mir nicht so gut. Aber es hat geklappt. Danke, Fadenkreuz. Damit sind wir auf Stufe 17, endlich. Ich habe schon gedacht, das wird gar nichts mehr. Eieieiei. Und jetzt schnell. Fadenkreuz wieder aus. Wo ist es? Da, nein, ich bin hier falsch. Ah, hier kann man den Shop auch nochmal ausmachen. Wenn ich schon mal da bin. Und Fadenkreuz aus. So. Hoffen wir, das nächste wird besser.